Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Karmesin. Jawohl, wir haben heute nochmal eine legendäre Folge vor uns. Wir müssen heute in diese Region hier hinter. Es wird heute eisig. Sehr, sehr eisig tatsächlich. Deswegen fangen wir, würde ich an. Ja, wir fangen hier an. Wir fangen in Frigomenta an. Frigomonta an. Ganz einfacher Grund. Wir müssen jetzt erstmal nach Norden. Danach müssen wir nach Süden. Und dann werden wir das in so einem Kreisformat abarbeiten, würde ich sagen. Aber wir müssen erstmal unsere Pokémon heilen. Jawohl! Einmal heilen bitte, Dankeschön. Alle wieder fit machen. So. Und dann ist der erste Pfahl, den wir holen müssen. Das ist die Frage, wie viel Fail ich jetzt wieder einsortiert habe. Da oben anfangen. Als Zielort festlegen. Jawohl, auf geht's. Ich würde sagen, ich hänge fest. So war das nicht geplant. Oh, es geht schon, das geht aber gar easy. Den habe ich safe schon eingesammelt. Oh, wobei. Nee. Habe ich noch nicht. Dann machen wir das jetzt. Jawohl. Einmal einsammeln bitte. Jawohl. Jawohl, danke schön vielmals. So, der nächste steht hier. Müssen wir mal schauen, wo der genau steht. Müssen wir da auf jeden Fall wieder hoch. Mal geil. Ha? Du hast mir. Ehemaliges Teammitglied von uns. Immer schön, wenn man alte Freunde trifft. So, da oben müsste stecken wahrscheinlich. Jo. Wie vermutet. Jawohl. So, nächster Pfeiler. Hier unten.
da hinten. Na dann, auf geht's. Jawohl. Und der letzte steht da hinten. Wir sind mal ganz beschissen zu erreichen. Und das ist, da wo ich jetzt hingereist bin, ist auch bescheuert. Ich weiß, wie wir besser hinkommen. Montanata. Dann geht's bergab und dann holen wir uns den und dann müssen wir zur nächsten Großstadt reisen. Wir müssen als nächstes mal so ganz dahinter. Krüpuk. Frostedie. Oh. Nee, Frostedie lassen wir mal. Frostedie ist mal bösartig. Und da unten ist er. Zack. So. Jawohl, klar möchten wir den rausziehen. Nächster Pfeiler. Befindet sich hier. Das heißt, ab nach Fermanca City Nord. Ja. So. Der nächste Pfeiler. By the way, ist hier. Ich kann noch nicht hinfliegen, okay. Weißt du was? Nee, machen wir nicht.
Wir machen den zuerst. Ja. Gut. Von da aus kommen wir besser zu dem anderen hin. Und der letzte steht direkt vor der Tür. Also der ist wirklich easy going zu machen. So, wir müssen jetzt irgendwie schon mal wieder rüber, ne? Da müssen wir gar nicht rüberkommen, der steht hier. Wollte gerade sagen, da müssen wir gar nicht rüberkommen. Der steht direkt hier. Nehmen wir mit. Jawohl. Jawohl, möchten wir rausziehen. So. Und jetzt da. Jetzt da. Müssen wir hier runter. Jawohl. Das ist der vorletzte. Siegerstoß. Siegerstoß gefunden. Nice. Das ist der vorletzte. Und der allerletzte müsste direkt hier vor der Tür stehen. Die wird mir nicht hier direkt. Hier markiert. Das heißt, wir fliegen hier hin. Und direkt hinter den Furienfällen müsste der letzte stehen. Und hier hochklettern. Und direkt dahinter ist dann auch die alles heilige Tür. Aber schon mal nicht. Dann müssen wir noch eins nach oben. Da steht er. So, ja. Ne, das ist er nicht. Hier steht er. So. Jawohl. Den ziehen wir auch noch raus. Schwarze Bergspitze ist einfach weird. Wir sind tief, viel zu weit gefallen. Auf jeden Fall sind wir viel zu weit runtergefallen. Oh wow. Ha, du heilige Scheiße!
Ach du heilige Scheiße. Boah, was ist denn hier los? Ich stehe dick da drin. Ich kann mich nicht mal wehren. Das ist doch Absicht, das wäre ehrlich. Oh, das war knapp, das war sauknapp. Ja, wir möchten den Schrein berühren. Richtig cool, finde ich das. Ich finde es richtig cool. Yin und Yang, Melvin. Darf ich vorstellen? Maskagato darf gegen Unlichtfeuer von Juju kämpfen. Kämpft schlauer als die anderen. Kannst du dich selbst verletzen? Hat diese kleine Goldfisch, glaube ich, anders vorgestellt. Einmal. Nö.
Ja. Ja, wir haben's. Klasse, Juju wurde gefangen. Nummer 396 registriert Juju, das Unheils-Pokémon vom Typ Unlicht und Feuer. Es kontrolliert Flammen von 3000 Grad Celsius. Mühelos schwimmt es durch das Meer aus Lava, das es durch Schmelzen von Gestein und Kies erzeugt. Größe 0,4 Meter, Gewicht 4,9 Kilogramm. Im Endeffekt ist es einfach ein fucking Goldfisch. So, und jetzt da? Nichts wie raus aus dieser Scheißhöhle, ehrlich. Nichts wie raus aus dieser Scheißhöhle. Wir müssen zurück nach Mesalona City, please. Fliegen. Ja. Was ich jetzt machen muss eigentlich. Und was jetzt wirklich wichtig ist und wirklich zählt. Oh Gott, oh Gott. Kuraido muss hier erstmal raus. Zulot. So, wir haben alle vier. So, ab in die Akademie. Hallo Matze, hast du einen Schätzer des Unheils gefunden? Ja. Oh, du hast Dinglo das Gefäß des Unheils gefangen? Unfassbar, ich glaub's nicht, wie faszinierend. Ich krieg ihn von lauter Neugier kaum noch rein. Wenn ich mir Form und Größe des Gefäßes so ansehe, kann ich mir kaum vorstellen, dass es sich dabei um einen Alltagsgegenstand handelte. Vielleicht war es ein Kunstobjekt oder dient es als ritueller Gegenstand, der mit einer Gottheit gehuldigt wurde? Mich beschleicht das Gefühl, hinter den Hörnern und den Augen erinnern Muster könnte sich ein tieferer Sinn verbergen. Ob es wohl möglich ist, dass die Gottheit gehuldigt wurde, aussah wie dieses Gefäß? Vielleicht? Tja, die Sache bleibt weiterhin rätselhaft, aber ach, mein Wissensdurst wird langsam gestillt. Nanu, hast du noch etwa mehr zu berichten? Schieß los! Bauern, das Schwert des Unheils, jawohl, haben wir auch gefangen. So. So. Eins haben wir noch. So.
Dankeschön vielmals. So, dann können wir die jetzt wieder aus dem Team schmeißen. Bin sehr, sehr glücklich. So schnell ging das noch nie, dass wir dies wirklich so gut hingekriegt haben. Bericht. Kampf, das ist ja perfekt. Also, theoretisch ist es perfekt, aber das will ich halt nicht. Ich will nicht, dass es Typ Kampf ist. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, wobei, warte mal, wir haben hier noch eine Folge. Können wir noch eine kleine Folge machen. Wenn wir jetzt schon mit Koraidon kämpfen können, dann können wir hier jetzt noch eine Folge dranhängen, mehr oder weniger. Pokémon Beutel. Wir haben bekanntlicherweise ein paar sehr interessante Items übrig da unten. Normal, das will kein Mensch. Kampf, Gift. Das brauchen wir alles nicht. Gestein haben wir 50, Drache haben wir 50. Und ich möchte ein Koraidon vom Typ Drache haben. Genau. Genau. Und dazu müssen wir jetzt nach. Richtig, alles klar. Ja. Aoki möchte ich noch nicht herausfordern. Zu späterem Zeitpunkt dann. Das kommt dann in den nächsten Folgen, dass wir diese 8 Arena-Leiter nochmal durcharbeiten. Wenn wir das dann gemacht haben. So, das bedeutet für Koraidon nämlich, Koraidon hat einen erhöhten Angriff. Bedeutet Flammenwurf weg. Warte
Lass mich mal schauen, was wir noch für Attacken übrig haben. Genau, so. Dann hätten wir das auch erledigt. Bisschen kürzere Folge heute, ich weiß. Mein Zimmer. Und dann beenden wir diese Session für heute. Und in der nächsten Session, wie gesagt, gibt es 8 Kämpfe gegen 8 Arena-Leiter. Und wenn wir die fertig haben, dann kommt dieses Super-Turnier. Schauen wir mal, wie es bis dahin läuft. Bis dahin sage ich ciao und vor, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüssikowski.